Mit einem Golf fährt einer der Gäste in die aufgebrachte Hochzeitsgesellschaft. Ein Streit eskaliert in einem Mordversuch. Kurz nach der Tat ist die Lage für die Einsatzkräfte noch unübersichtlich. Gegen 22 Uhr ist es in Hagen-Haspe zu einer Streitigkeit gekommen auf einer Hochzeitsfeierlichkeit mit ca. 60 Personen. Im Nachhinein kam es zu einer Schlägerei. Später ist ein 39-jähriger Beteiligter mit einem VW in eine Menschenmenge hineingefahren. Der mutmaßliche Täter wird festgenommen. Warum die private Feier so eskaliert ist, noch ist das unklar. Schließlich sind hier keine rivalisierenden Gruppen unterwegs, sondern zwei Familien, die eine Hochzeit feiern wollen. Aber Skirgötz managt zurzeit das Bistro, vor dem die brutale Autoattacke passiert ist. Der Hagener ist in der Nacht rausgefahren und immer noch fassungslos. Ist eine Person mit einem Fahrzeug auf unserem Gelände drauf und in einer Menschenmenge, hier in diesem Bereich, hier, wo die Markierung am Boden ist, da stand auch noch ein Auto. Also hat er dann quasi ein paar Personen zwischen beide Autos eingequetscht, also auf die Menschenmenge draufgefahren. Aber Skirgötz hat in der Nacht auch Gerüchte gehört, warum es hier fast zur Katastrophe gekommen ist. Dass ein Älterer ein kleines Mädchen angegrapscht hätte oder irgendwie körperlich, ne? Irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie weit das passiert ist, aber darauf hat es eskaliert. Zum Glück sind bei der Attacke nur 6 Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.